Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Crust. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren großen Bohrer mal hierher gefahren und haben die intelligente Betonproduktion ein bisschen vergrößert, einfach um uns die Last ein bisschen abzunehmen, weil einfach die eine Anlage hier oben nicht nachkommt, auch wenn sie natürlich immer noch flott ist oder flott wäre wahrscheinlich. Wir kriegen nicht genug Schlacke rein, um das Ganze hinzukriegen. Ist die Frage, kann ich hier on machen? Kann ich das dann hier auch machen? Und dann würden die mir hier das ganze Zeug reinliefern. Ah, schau, jetzt sammeln die sogar das vom Boden auf. Cool. Oh ja. Oh ja, das hätte ich die ganze Zeit schon machen müssen. Oh, das werden sie vielleicht dann drüben wahrscheinlich auch mit der Schlacke machen. Also glaube ich auf jeden Fall. Wir warten gerade, bis der Teil hier in 5 Tagen fertig ist, damit wir die große Solarpaneele mal erforschen können. Das schieben wir dann auch schön nach oben. Einfach damit wir endlich die neue Solarproduktion kriegen. Ach, schau mal, wie viel da jetzt rauskommt, wenn er das vom Boden aufhebt. Da liegt halt auch noch so extrem viel rein, theoretisch, ne? Das müssen die Kollegen jetzt einfach nur aufheben. Und da heben sie jetzt die Schlacke auf. Das wird die Produktion auch nochmal ein bisschen antreiben, vor allem wenn sie die halt die ganzen Restschlacke vom Boden irgendwo herkriegen. Feine Sache gerade, feine Sache. Schau dir das an. Sehen wir schon, wir haben mehr Sachen wie die normalen mittlerweile. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wir brauchen halt die Transportleistung, wir brauchen die Bohrer aktuell, um das Ganze zu machen. Aber schauen wir mal, wenn wir die da durchbohren. Feine Sache. Und das können sie alles danach aufheben, um den Kollegen hier unten wieder zu helfen. Also Stück für Stück wird es. Wir tun halt jetzt gerade sozusagen die Produktion ein bisschen unterstützen. Aber wir haben hier 57 allein jetzt gerade auf Lager. Das sollte von daher kein Problem sein. Das ist schon... gut, wir sind gut unterwegs. Also wir werden bald wahrscheinlich die erste Stufe der Laserkanone endlich abschließen. Dann bin ich gespannt, was dann passiert, ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan. Jetzt aber so natürlich in dem Fall wieder, in der Folge haben wir eine neue Kamera. Ihr merkt gleich auch schon, die ist, finde ich, stabiler. Ich bin auch gespannt heute für den Abend am Stream, wo wir mal wieder Timberborn spielen, wie die Kamera sich hält und wie es ist. Die kriegt natürlich auch eine neue Funktion und alle, also ein Vollbildscreen auch an alles. Ich bin gespannt, wie das dann wird, ganz ehrlich. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal weiter. Jetzt sehen wir schon, wir brauchen nicht mehr wirklich viel. Ein bisschen über 100, 150 noch. Was ja heute auch Spannendes passiert, das muss ich auch noch sagen. Ich weiß gar nicht, ob wer es von euch mitbekommt. Heute, um 14 Uhr, also am Sonntag, wo ich gerade das aufnehme, wird der Starship starten. Das 5. Mal. Das wird eine sehr spannende Sache. Da bin ich auf jeden Fall wieder beim Live-Zuschauen. Also halt nicht echt dabei, weil ich bin leider nicht in Amerika, um mir das anzuschauen. Aber... ich werde mir auf jeden Fall drüben oder per Livestream das anschauen, weil ich bin gespannt, ob sie heute den Booster landen können oder nicht oder fangen können. Ich bin auch schon wieder so ein bisschen Raketenhype. Bedeutet, ich spiele wieder Kerbal Space Program. Das werde ich vielleicht auch wieder in Livestreams mal machen oder wenn ich abends einfach zocke, Livestream. Ich finde es aber mega geil. Also mir taugt es wieder voll. Kerbal Space Program, leider der 2er ja echt verkackt. Der 1er ist aber halt einfach noch Leben. Schau dir an, jetzt haben wir 115 schon hier auf Lager. Langsam wird's. Wir haben hier sogar ein Zwischenlager mittlerweile, weil... warum? Kann es sein, dass die nicht mehr die Masse produzieren können, weil sie voll sind? Oder kriegen wir einfach, geht die Masse nicht ran? Nee. Oder ist es, weil wir jetzt offiziell so viel mal laufen lassen, dass wirklich das ausreicht? Das wäre mal was komplett Neues. Holy shit. Aber die räumen halt gerade mal auf, ne? Das habe ich schon lange nicht mehr machen lassen, weil hier liegt ja so viel Schrott auch teilweise so rum. Das vor Ewigkeiten liegen lassen wurde. Schau mal, was hier an Schlacke alleine zum Beispiel liegt. Das müssen die Kollegen jetzt aufheben. Holy shit. Aber ist das, wir werden unten mal den Beton jetzt wieder anschließen ans Netz. Weil dann läuft der Beton raus, dann müssen sie sich darum auch nicht kümmern, weil rein theoretisch müssten sie das die ganze Zeit nicht. Dann schicken wir es auf Förderband und dann ist es auf dem Förderband unterwegs. Fertig aus. So viel kann das Gelager doch gar nicht haben, oder? Ah, nee, weil es schon vorreserviert war wahrscheinlich. Da kommt nicht auch schon wieder Beton. Und so wie es ausschaut, ist das auch fast voll. Das bedeutet, unser Transporter kann gleich losfahren und die Mission abschließen. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt.
Wir haben den ersten Teil, der ist Laserbausen durch. Das mit der Kamera ist lustig. Flup, flup. Nee, ich mag die Kamera. Ich mag die Kamera echt. Vor allem, weil ich kann mich hinsetzen, wie ich will. Die schaut, dass sie mich immer genau in der Position hält. Das habe ich vordefiniert. Und dadurch, egal wo ich hingehe, ich komme wieder relativ mittig. Mega geil. Einfach mega gut. So, jetzt kommt gleich die Verstärkung hier rein. Und dann werden wir, glaube ich, alles haben. Da kommt ratatatatat, jetzt geht's hoch. Na, nicht ganz, aber da kommt die restliche Verstärkung nach. 6, 7, das müssten die letzten zwei sein. Warte auf Transport. Stell ihn wieder auf Standard ein. Und da ist er unterwegs. Mit den restlichen Ressourcen fährt der Kollege jetzt Richtung Baustelle. Und dann werden wir hoffentlich das Ganze haben. Der Kollege produziert jetzt natürlich mal Beton zur Abwechslung auf Masse. Das ist schön zu sehen und die Kollegen haben mega viel zu tun. Ist auch erstaunlich zu sehen, dass mal halt so viel übrig bleibt. Was wir aber auch machen können mal. Wir müssen noch warten, aber dann werden wir hier nochmal ein bisschen das Level und Consent erhöhen, weil wir müssten vielleicht ein bisschen umbauen hier. Das nochmal ein bisschen überarbeiten. Einfach damit der die Betonproduktion oder die Metallproduktion ein bisschen mehr Platz hat. Wie halt in Captain of Industries auch. Immer kleine Umbauten werden das Ganze ein bisschen verfeinern. Und hier geht jetzt halt alles noch gerade raus. Aufs Förderband direkt. Aber die tun eh schon schön anlagern. Also es wird nicht lang dauern, denke ich, bis das Ganze hier durchläuft. Ich bin gerade halt echt erstaunt, dass wir eigentlich von Silizium mal wie zu wenig haben. Aber es ist immerhin das eine Lager. Oh, jetzt ist dafür das Lager dann leer. Weil die Kollegen kommen mit der Produktion nicht hinterher, obwohl wir ja eh massiv auf Lager haben. Wie läuft es eigentlich hier grundsätzlich? 256, wir sind hier voll. Wo läuft denn die Person hin? Ach, die arbeitet jetzt hier drin. Ja, sicher. Das bedeutet auch, hier sammelt sich mittlerweile Titanplatten an. Ah, oh, langsam sammelt sich alles. Das ist schon richtig schön. Oh, es sind noch überall Reste, ne? Ja, wenn die jetzt mal die Reste hier aufsammeln, das wäre schon eine ganz feine Aktion. Ich glaube, die sammeln halt jetzt von den Bohrern und allem möglichen die Schlacke auf, die ich früher nicht habe abfahren lassen. Das ist jetzt natürlich vielleicht so ein kleines Manko. Mal gucken, wie viel haben die hier noch auf Lager? Sehr, sehr viel. Die können halt, eine Runde macht 50. Das sind mindestens 30 Runden, die sie fahren müssen. Aber ja, Vorteil ist natürlich, wir sind dann hier ein bisschen relativ gut dran. Bei der ganzen Produktion. Hier scheinen sie sich schon gut durchgebuddelt zu haben, beziehungsweise sind schon fast durch. Die haben echt gute Arbeit geleistet. Holy shit. Wir können natürlich hier auch schauen, dass wir vielleicht das Silizium freilegen. Ah, haben wir sogar schon. Könnten wir nicht die Produktion auch erhöhen? Hier unten hätten wir noch ein bisschen Eisen, aber Eisen ist jetzt ehrlich gesagt way less of concern. Hier unten ist noch auch ein Siliziumlager. Wir haben hier noch relativ viel Lager, das ist ja das Spannende auch. So, der Kollege braucht wieder eine Mission. Immer on the hype of the search. Hier sind wieder seltene Erdmetalle, obwohl da bin ich ehrlich gesagt gar nicht mal so drauf aus aktuell. Weil wir doch eine Masse haben, die gut ausreichen sollte. Wie schaut es denn hier aus? Ja, 500 auf Lager. Klar, die Produktion ist jetzt gerade wieder leer, weil die Kollegen sich natürlich auf andere Sachen konzentrieren. Die versuchen, die Schlacke gerade wegzukriegen. Also an beiden Standorten. Also hier ist überall sehr viel eigentlich noch auf Lager. Weißt du was, wir machen das hier mal kurz wieder auf Off. Dann sollen die sich erstmal um andere Sachen kümmern. Da gibt es ja wesentlich andere Sachen auch, die zu tun sind. Was fahrt ihr rum? Okay, die bringen da noch sehr viel. Ah, hier sind halt einfach überall Reste von den alten Umbauarbeiten noch. Das ist halt... Wir haben Tonnen von dem Zeug. Tonnen. Das ist brutal. Gut, fünf meiner haben nichts zu tun. Das ändern wir nochmal kurz. Also echt nur noch für eine kurze Zeit eigentlich. Oh.
Blaze Foundation. Oh, sie sagen schon Foundation. Ausgezeichnet, Direktor. Wir haben den Boden verstärkt, um eine stabile Basis für zukünftige Installationen zu gewährleisten. Das Laser-System muss protected from external influences and radiation. Deliver resources to create suitable infrastructure at the site. Infrastruktur, schicken Sie erforderliche Ressourcen, um die zweite Bauphase zu beginnen. Ich habe Sorgen, dass das viel ist. So, red mal diese Ressourcen auf. Eine Expedition einrichten. 2800. Obwohl, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde das Bild hier oben sehr cool. Das müsstet ihr auch gut sehen. Kann ich das hier vergrößern? Nee, okay. Aber sagen wir, 2800 sollte für uns machbar sein. 700 Titanplatten wird dauern, aber kriegen wir auch hin. Wie viel haben wir davon? 1000? Ah ja, okay, müssen wir halt ein bisschen nachkaufen sonst. Also ich sag's mal so, geldmäßig sollte es für uns kein Problem sein, aber es ist halt 1 von 7. Da kommen noch teure Sachen. Das könnt ihr euch jetzt schon hinter die Ohren schmeißen. Das wird noch teuer. Sehr, sehr teuer. Und ich glaube nicht, dass wir da günstig rauskommen werden. Was kriegen wir hier? 774. Das wäre jetzt zum Beispiel eine nachhaltige Sache, die wir brauchen können. So, aber es läuft relativ gut, finde ich. Die Unterstützung ist da. Die Kollegen graben hier noch die Reste ab. Und dann sollte das Stück für Stück funktionieren. Wie schaut es mit unserer Forschung eigentlich aus? Oh ja, ich habe total verpennt. Dich nach oben. Und jetzt habe ich das vorausgeschlossen. Grandios, Herr Willard. Grandios. Gut, 99 Tage braucht es. Dann wird das fertig erforscht sein. Die Lagerkapazität plus 5, das wäre natürlich ein Hammer, das tun wir dann gleich ein bisschen vorschieben noch. Kann man die nochmal erhöhen oder wird es in der nächsten Zeit nicht aufkommen? Hier, Abbaueffizienz. Hier unten nochmal. Nochmal plus 5. Der Tree ist für mich sehr interessant, einfach wegen der Kapazität hier. Battery Optimization ist auch geil. Ich werde hier unten kommen, nochmal irgendwo dann sowas, oder? Nochmal mit Kapazitäterhöhung. Das ist das eine Mal wahrscheinlich unsichtbar noch. Battery Upgrade MK2. Erhöhte Leistungsabgabe der Batterie um 20%. Erzeugt große Mengen an Strom mit Helium 3. Okay. Also wir brauchen am meisten Orange, ein bisschen Blau nur hier. Eieiei. Ich gebe dir nach das hier einen Auftrag noch. Ich werde trotzdem mal gleich wieder ein bisschen blau anfragen. Bei der Company Crust. Für 90 Tage plus 200. Machen wir nochmal, ja. Und wir machen bei dir nochmal plus 100. Dann sollte hoffentlich die Forschung schneller vorangehen. Wir sind jetzt bei 46 Tagen. Mega geil. So, er ist schon wieder durch. Was, ernsthaft? Und lass mal gucken, was wir noch so auf der Karte haben. Ich habe schon wieder alle Fragezeichen durch, die es hier irgendwo gibt. Ne, hier drüben sind noch welche schon. Vorteil ist, wir haben ja genug Geld auf Lager. Das macht das Ganze jetzt relativ praktisch. Was ist dein Problem? Du brauchst Nanoröhren, damit du funktionierst. Aber du bist ein medizinischer Block. Du bist für Forschung in Blau zuständig. Wie kann ich das Restliche erforschen? Science Logity. Das macht das Blaue, das macht das Orange. Die setze ich hier rein. Dann setze ich nicht den anderen auch da rein. Dann wird das die Forschung mit Lab, mit CPU-Lab oder sowas. Confirm Unload. Oh Gott, nee, warte mal.
Du hast jetzt 3000 von seinen, keine Ahnung wie viel da drin. Ich brauche eine Unload-Station dafür. Ladedock. Entlade- und Lagebereich für Ressourcen, die per Lastwagen angeliefert werden. Die kann ich mir noch nicht leisten, ne? Weil ich die Kompositstoffe nicht habe, kann ich die mir auf dem Markt schnell kaufen? Kompositstoffe. Ich brauche jetzt zum Glück nicht viel, wenn ich sage, ich brauche 2. Cargo Delivery. Dann machen wir schnell einen Ladedock hier noch wohin. Und geben dem mal Prio. Die Mining Drones haben hier schon wieder alles durch. Eine kleine Aufgabe kriegen sie von mir noch. Einfach damit die Ecke hier auch sauber ausschaut. Aligned, gut. Soll einfach nur gut ausschauen, vor allem haben wir dann viel, was wir noch nachliefern können. Das gleich macht das Ganze noch ein bisschen praktischer. Ja, die produzieren rein theoretisch ja gerade sogar richtig gut. Das Lager hier füllt sich auch. Die Sache ist, ich will hier unloaden, einfach weil, wenn ich es woanders mache, geht es am Ende noch richtig schief. Und darauf habe ich keine Lust. Weil wenn ich von solchen Massen rede, da reden wir genau von denselben Problemen, was wir sonst auch haben. Dass wir halt solche Massen haben, dass wenn wir jetzt das unloaden, was machen wir? Dann sind wir halt komplett überfordert. Der Vorteil ist, ich kann das gleich alles hier reinpumpen. Die andere Hälfte tue ich halt hier drüben hinschicken. Da mache ich auch noch einen Turm hin. Sollte für mich kein Problem mehr grundsätzlich sein. Und dann sollte das ganz gut laufen. Wie schaut es hier mit den Lagern aus? Ich glaube, ich kann mal wieder einen Auftrag schicken. Einen Marktauftrag zum Verkauf von... Was ist denn? Aluminium. Wenn ich eine Ladung voll verschicke mit 3000 irgendwas, wie viel kriege ich? Nehmen wir nochmal eine Lieferung voll. Der Markt hat sich gerade so erholt, ne? Ich verkaufe es trotzdem. Der wird jetzt ja automatisch befüllt, von daher, das sollte relativ schnell gehen. Was wichtig ist, du solltest eigentlich mal Low Prio haben. Off. Die sollen nicht beliefert werden. Das soll alles jetzt großteils so funktionieren. Außer ich muss halt wirklich etwas anliefern, was ich so nicht kriege. Wird es natürlich auch immer zwischendurch geben. So, wie schaut es bei euch aus? Wird schon das Ladedock. Es wird. Aber wir produzieren auch immer noch gute Masse, glaube ich. Von daher sind wir auch immer noch sehr gut unterwegs. Jetzt ist das Zwischenlager gleich wieder leer. Aber er hat genug hier auf Lager grundsätzlich. Eisen ist gleich gerade unser größtes Problem, weil es unsere Lager füllt. Jetzt ist selbst das Zwischenlager voll. Bedeutet, das Lager des Lagers ist voll. Na komm, und alles bauen. Jetzt müssen wir schauen, weil das hier die Masse eigentlich durchkriegen, so gut wie es geht. Das wird sonst nämlich echt eine unangenehme Geschichte.
Ich werde mal aufrüsten, nein. Oh, das kann hier alles einstellen. Ausgabe blockieren. Ach, guck mal. Ich kann jetzt forcen in eine Richtung. Oh, warte mal. Dann kann ich alles über ein Förderband laufen lassen und verteilen. Das ist cool. Das ist ja mega cool. Weil jetzt fördere ich sozusagen einmal kurz die Anlage hier unten, ne? Weil jetzt kriegt der Kollege hier viel mehr und kann schneller arbeiten, was unser Lager hier vergrößert. Seid ihr durch schon? Nein, ich hätte gern, dass die Bohrdrones dann runter reduziert werden. Ah, du bist noch nicht angeschlossen. Ja, okay, das ist natürlich blöd dann. Einen Anschluss hin. Ah, das war jetzt vielleicht eine blöde Position. Xen. Neue Netzwerkanschlüsse. Kann ich jetzt ihm sagen, hier abdroppen? Wäre ja mega cool. Zip. Kannst du hier ausladen? Nee, ne? Wenn ich jetzt wieder auf die Karte gehe, auf Map, dann kann ich dich hier Ressourcen aufheben sagen. Er fährt dann ernsthaft einmal raus, obwohl es auf der Karte ist. Okay, das ist noch eine Kleinigkeit, die ich vielleicht nicht unterstütze. Geht zum Aufzug. Ich bräuchte dann vielleicht ein paar Aufzüge. Logistik, Förderbandaufzüge. Was stehe ich denn da? So, warte mal. Also hier hinten kann ich... Könnte ich... platzieren wir, dann könnte ich mir einen Anschluss irgendwo ranmachen, noch an die Zuführung. Gut. Perfekt. 200.000 wieder auf Lager. Blau geht natürlich wieder unten, direkt an das nächste. Orange hängt jetzt noch ein bisschen hinterher, aber es sollte kein Problem sein. 21 Tage. Not that big of a deal. Lager füllt sich auch. Das ist schön zu sehen, auch wenn wir natürlich gerade produzieren. Bedeutet, wir brauchen das ganze Zeug überall. Weil er natürlich auch das ganze Zeug frisst und alles drum und dran. Aber wir sind massetechnisch gleich gut unterwegs. Wie schaut es mit unseren Produktions... Ah, schauen. Kann ich Prioritäten setzen für die Leute? Biologie, Ingenieur, Forschung. Koch. Wissenschaftler, du musst die anderen Sachen nicht machen. Du musst bitte forschen.
Egal zu welcher Zeit, ihr müsst forschen. Working in Engineering Lab. Working in Engineering Lab. Super, dann werdet ihr nicht auch rausgeschmissen aus dem Rest. Da arbeitet gerade keiner. Hier arbeitet jemand. Das bedeutet auch, wir können genug produzieren in dem Fall. Es gibt vielleicht ein bisschen eine höhere Prio. Dann müssten die rüberhüpfen zum Beispiel, oder? Das interessiert sie nicht. Interessant. Wenn ich jetzt aber sage, wir bauen es um. Weil Kalibre-Forschungsanlage kommt jetzt. Anlage für Grundlagenforschung. Kommt hier drüben hin. Und in dem Moment reißen wir das Ding auch ab. Wird das hoffentlich ein Zeichen setzen. Mittlerweile nicht mehr so viel. Aber wir füllen hier die Lager. Das ist schön zu sehen einfach. Dass wir die Lager füllen, dass das funktioniert. So, der Aufzug scheint auch fertig zu sein. Weil dann werden wir uns hier einen Zugang legen. So, und hier rein. Kostet 25.000, aber das sollte für uns kein Problem sein in dem Fall. Förderband 2, wieder mit einem. So. Förderband 2 hier anschließen, da dran und darunter. Alles bauen. Und der liefert jetzt das Ganze da unten raus. Super. Der Tonnen jetzt davon, oder der wird das jetzt direkt mir hier runter liefern. Wahrscheinlich erstmal das komplette System überfordern. Ah, da hat er Regolith reingehauen. Shit. Ich brauche erstmal einen Weg fürs Regolith, warte mal. Dann machen wir jetzt ein Zwischenlager rein. Hier eine Lagerstation. Für Regolith. Dann filtern wir das da sozusagen. Dann müsste nicht für die Schlacke eine relativ hohe Produktionsmenge sogar rankommen. Zack, zack, zack. Oh, jetzt wird es echt steckend schon. Uiuiui. Eigentlich müsste ich schon, dass ich hier einen Teiler mache, der das wechselt, wo was hinführt. Und hier nochmal einen logistischen Aufzug. Einen hier hin platzieren. Research complete. Wo wir dann nochmal einen Teiler nach da oben machen. Förderband 2 und anschließen. Nein, nicht alle Ressourcen. Hier kommt nur das hin. Und dann müsste er das genau so filtern, wie ich es möchte. Schon im Vorhinein.
droppen einmal kurz das Ende, weil dann ist das wieder weg. Und ich kann das nochmal hier anschließen. Dann ist nicht wieder der Bereich sozusagen sauber von dem, was ich runtergeschickt habe. Bedeutet hier unten der Regolift-Tank ist dann auch unnötig, hoffentlich in Zukunft. Den ich zusätzlich eingebaut habe. Wo ist er denn? Da unten irgendwo hier. Es gibt gleich aktuell noch keine Stufe 3, weil ich die noch nicht erforscht habe. Leider. Können wir das noch irgendwie erforschen? Wo gibt's das? Conveyor Stufe 3. Oh, unsere Lagerdinger haben jetzt dann auch gleich eine höhere Kapazität. Oh, schön. Das ist eine schöne Ansicht zu sehen, wenn ich weiß, dass wir das danach auch fertig haben. 16 Tage, dann haben wir Conveyor 3. Weil ich brauche die. Ich brauche die echt dringend. Weil dann kommt hier nicht auch die Masse durch, die ich brauche. Seid ihr leer oder was ist bei euch los? Wir haben hier leer gefarmt. Oh mein Gott. Wieder zwei Extraktoren leer. Holy moly. Das ist nicht gut, wenn alles jetzt down gehen anfängt zwischendurch. Die Frage, was war denn das für Farm? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Ja, hier ist genau das Eisenproblem, jetzt was auftaucht. Können wir ganz kurz das abbrechen. Aber den Rest durchlaufen lassen, weil die Lager sind lustigerweise wieder leer. Ja, großteils leer. Wir lassen die einmal leer laufen. Damit die Produktionen hier funktionieren. Research complete. Perfekt. Bedeutet, jetzt wird in 34 Tagen das hier abgeschlossen. Das hier wird von den Fahrzeugen noch durchlaufen. Können wir das große Massenlager noch erforschen und vielleicht eine Regolith-Raffinerie Upgrade 2. Hier forschen die alle. Das ist super. Also wir sind gut unterwegs, denke ich. Wir sind gut unterwegs. Wir müssen halt bloß die Mission noch machen, weil jetzt ist schon ein Viertel der Zeit vorbei. Und die kriegen kein Regolith mehr, weil wir halt so viel Eisen haben. Und das Eisen sie blockiert. Wir machen jetzt hier mal ein Notfalllagersystem. Dich brauchen wir bitte auf Eisen, Eisen und Eisen. Weil dann können die da unten nicht wieder anfangen zu arbeiten. Und unsere Produktion bleibt nicht hängen. Klar, es ist dumm, dass ich jetzt 6000 extra lager, aber irgendwie muss ich schauen, dass ich die Produktion erstmal umbaue. Sonst wird das gar nichts. Eine Sache wäre zum Beispiel auch, dass ich sage, ich nehme jetzt hier den Strom und schließe den hier nochmal an. Gleichzeitig stecke ich das hier drüben auch nochmal an und mache halt meine Bogen so fertig, wenn ich jetzt umbaue, dass kein Stromabfall ist zum Beispiel. Aber Leute, ich würde sagen, das müssen wir bei der nächsten Folge durchführen. Das Wichtigste ist, dass die Produktion sich jetzt langsam leeren anfängt, wieder von dem ganzen Eisenüberschuss.
was ja hier in Masse reinkommt. Muss man ja echt sagen, es ist ja Massenproduktion, was hier durchgeht. So, und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir den zweiten Teil der Lasermission machen. Also, bis dann. Ciao.